Ein wunderschönes Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Zelda Ocarina of Time. Natürlich im Imonatra-Style. Ich muss bloß die Maus wegpacken wieder. Wir hatten im letzten Folge ein kleines Problemchen, denn uns ist zum Ende hin vom Spiel das Spiel abgekackt. Und wir hatten mittendrin nicht gespeichert. Das war meine Befürchtung, die ich hatte, und sie hatte sich bestätigt. Also habe ich dann echt gewiss hier hinspielen müssen, sonst wollte ich alles wieder haben. Oh, das war falsch. Und nun müssen wir halt sehen, dass wir hier quasi nicht weiterkommen. Dass wir wieder vorankommen hier. Boing. Wir sind immer noch in der Dongos Höhle. Haben mittlerweile aber schon die Bombentasche, was uns schon etliches erleichtert hat. Oh. War der eben geschossen? Oh oh. Da kommt noch nicht durch, alles klar. Huch, Alter, haha. Und deswegen müssen wir jetzt mal ein bisschen voranspielen hier. Wir wissen, wie, also ich weiß, wie es weitergeht, wo wir was langkommen. Das ist nicht das Problem. Womit ich jetzt, was ich jetzt nicht weiß, was ich jetzt nicht weiß, ist genau, wie es genau weitergeht jetzt hier mal. Ich kann mir zwar eine ganze Menge merken von früher noch, aber alles weiß ich auch nicht mehr. Das ist mein Problem, was ich habe, aber. Ich hab' einen Drang verflucht, Vieh. Na gut, ist ja nicht so schlimm. Das kriegen wir alles hin. Ach ne, wir hätten da aufgemusst, ne? Haha. Haha, so. Kaputt geschwertet. So. Erzähl den mal mit. Und ich sehe gerade, ich habe was vergessen einzustellen. Ihr müsst mal kurz meinen Link, meinen kleinen hier ein bisschen ertragen. Guckt euch den mal an, der ist auch niedlich. Dann werde ich mal kurz hier noch rumfummeln gerade hier. Das ist über Vorbereitung für Feinsten für mich gerade. Also es lief ja halt relativ gut bisher beim letzten Mal. Es war auch ganz gut, wir haben gut was geschafft. Mein Problem war halt wohl gewesen, dass ich halt beim Speichern Probleme hatte anscheinend. Das war das größte Problem, was wir hatten im ganzen Spiel. Das war das Problem, was uns allen echt zu schaffen gemacht hat. Zumindest mir jedenfalls. Also, das war uncool, muss ich mal so sagen. Da oft so. Den schieben wir hier runter. Nehmen den mal mit. Ich kann mir den ja noch brauchen. Oh. Ganz dringend Bomben suchen üben. Ahahaha. Alles klar. Dann lassen wir den in Ruhe, der kann uns eh nichts. Aber die Skulptur sollten wir schon mitnehmen, denke ich mal. Die werden wir nachher eh zu Genüge noch begegnen, die Jungs. Ach, Mann! Aua! Aber Kackvieh. So, weiter geht's.
Dilludin, dilludin, dilludin. Fump. Den müssen wir jetzt nämlich da reinschieben in das Loch. Blödes Viech. Schon wieder, ich hab's schon wieder getan. Ich komme immer auf den Knopf von der Bomben. Das ist Wahnsinn. Aua, zu spät. Du schieb doch mal hier. Yeah. Und plöpp. Bringt Nüsse. Noch irgendwas hier, was wir brauchen können? Nee? Na gut, dann gehen wir hier rein. Hab ein bisschen Angst, aber es ist die Dongushöhle. Moment, geht sofort weiter. So, jetzt gehen wir mal hier hinten aufmachen. Tritt. Bomben! Die Bomben im Gegenstandsmenü kannst du sie auf bla bla oder blub platzieren. Ja, mit C-Knöpfen kannst du rüberstellen. Ja, bla bla, aber Keks wissen wir doch alles von mir. Ich weiß nicht, machen wir jetzt hier hochklettern oder? Bombe in der Mitte liegen? Ich glaube, mit der Bombe in der Mitte liegen, ne? Ja, genau. Musste man. So, Freunde. 3, 2, 1, bla, laberhupf. Er schreit so schön. Darf ich euch vorstellen? Trampelhans alias King Dodongo, der Infernosaur. Aua. Ja, da war ja was. Er rollt ja dann rum. Schmeckt's? Aua! Ein Trampesaurus. Ja, gerade am Rock'n'Roll. Oh, zu früh. Oh. Oh, ein Schwein gehabt gerade. Das war jetzt echt gerade Glück. Das war jetzt echt bloß Glück. Da jetzt echt Schwein gehabt. Kann wieder rumrennen, ne? Komm, Linky Boy.
Ich bin so ein schlechter Bombenwerfer. Rock and Roll. So, klappt doch. Friss. Sieg, Freunde, Sieg. Schrumpel, Bröckel, Röst, Röst, Röst. Nun ist King Dodongo das Monster von Rösti, Rösti. Entschuldigung, der musste sein. Herzheil! Bim, bim, blim. Flimp. Na nö. Was sind wir denn hier? Ach du Himmel. Die fallen Goronen vom Himmel. Hallo. Ich bin es, Darunia. Du hast die Prüfung bestanden. Dank deiner Hilfe können wir nun wieder die schmackhaften Steine aus der Höhle verspeisen. Welch aufregendes Abenteuer. Es liefert Stoff für eine Legende. Noch immer kann ich nicht glauben, dass die Dodongos, die wir für ausgestorben hielten, in so großer Anzahl zurückkehrten. Der Fels, der den Eingang der Höhle versperrte. Für all dies war Gandalf, der Gerudo-König, verantwortlich. Er sprach, gebt mir den heiligen Stein und ich werde eure Höhle wieder öffnen. Du hast dein Leben für uns riskiert. Ich mag dich, Kleiner. Was hältst du davon, wenn du und ich Blutsbrüder werden? Keine Angst, keine große Feier. Nimm dies als Zeichen meiner Freundschaft an dich. Entschuldigung, der Blick gerade, der Blick ging genau auf. Ich, nein, ich sag's nicht, aber ihr wisst, wo der Blick hinging gerade. Ein bisschen beim letzten Spiel schon, ne? Schön. Das ist mir beim Spielen damals gar nicht so aufgefallen, aber der Blick ging genau so auf Gürtelhöhe quasi. Schön. Ich habe jetzt in die Katze gekonnt. Egal. Der Goronen-Opal. Von den Goronen wurde dir dieser heilige Stein fürs. Heilige Stein des Feuers übergeben. Entschuldigung. Was lese ich denn hier? Eine große Ehre, Blutsbrüderschaft mit einem Goronen zu schließen. Du besitzt nun zwei heilige Steine. Suche nach dem dritten. Bruder, du sollst stets daran denken, deine Kräfte zu erhöhen. Die Fee auf dem Gipfel des Todesberges hilft dir dabei. Freunde, lasst uns unseren Bruder verabschieden. Was? Mal mehr runter. Meine Hochachtung! Meine Hochachtung! Lass mich dich in die Arme schließen, Bruder. Ach du Scheiße!
Rohren knuddeln. Oh ne. So, er sagt was von Fee auf dem Berg, dann werden wir auf dem Gipfel mal hochmarschieren. Es könnte etwas heiß und etwas staubig werden, aber. Wenn die das so sagen, machen wir das dann so. Ich glaube nämlich, dass man die Felsen hier nämlich wegbomben kann. Glaube ich kurz. Wollen wir das mal gucken? Mal.